So rüber noch auf mir, Richtung mir, Richtung mir, Richtung mir. Nochmal so. Ist ja alles drauf. So ein Gerät, ey. Kamera. Zur Entspannungsbehandlung. Warte nicht, Junge. Ja, ne? Oder wir machen mal Zeitraffer rein oder so. Was lässt ihr so noch? Viele Bundesmarken. So genehmigt? Super. Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich habe nichts anderes erwartet. Sonst wäre ich dann nicht hier. Ja, weiß ich nicht. Lass doch mal laufen einfach. Vielleicht wird's ja witzig. Na, zeig mal, was ist hier los? Hast du Stress? Da frage ich mich auch, was hier los ist. Sophia war ja gestern da. Sophia war gestern da? Ja, ja. Echt? Ja. Dann gehen wir heute noch zum Grillen hin. Ja, ich habe mich von meinem anfänglichen Deutschland-Schock bereits erholt. Ja, da braucht man wegen. Soll ich dir deine Schuhe wiederholen? Sag mal. Was ist Dani? Bring mal Bier! Die Hausfrau gibt es einen Friseur, da gibt es Whisky. Also. Du hast mich fertig, oder? Läuft das jetzt schon? Alles läuft schon die ganze Zeit. Auf dem Weh, du schneidest da irgendwann Schwarz. Nein, ey, ich lasse immer alle maximal gut aussehen. Okay. Ja? Ich habe extra wegen wachsen lassen, dass du auch ein bisschen was zum Arbeiten hast. Ja. Genau. Ganz einfach, oder? Ja. Ey, mach was du willst, so dass es gut aussieht. Oben die Haare runter. Ja, wieder nach oben drauf, ne? Bitte? 0 mm oben. Ja. Ne? Ja, und warten wir noch. Ja. Ich denke, ja. Und wie lange sind Sie schon selbstständig jetzt, Frau Vogel? Es werden jetzt 2 Jahre Anfang nächsten Jahres. 2 Jahre werden das jetzt. Ja, das jetzt ein Interview, oder? Läuft sehr gut. Ich will halt mal zwischendrin eine blöde Frage stellen irgendwie. Wir waren schön, wann im Kellerraum eingerichtet. Super sieht's aus. Schreibst du nach unten? Ja. Wir wollen am Samstag Buddy machen. Buddy? Buddy. Ja. Eigentlich war mein Video geplant. Der Jojo-Effekt. Oh, es ist echt anstrengend, ey. Ey, jetzt wird's leichter mit einem Seidler. Jetzt habe ich gedacht, in deiner anderen Hand, die ich nicht direkt gesehen habe, da hast du 2 Seidler drin. Was meinst du, dass ich jetzt doch so wichtig gesehen habe? Ich habe ja mit jedem gerechnet, aber nicht mit dir, weil ich habe gewusst, dass du da drin bist. Ja, siehst du? Steht der, spricht mich einer auch. Hallo, Sie, habe ich gesagt. Herr Vogel. Die läuft immer noch übrigens. Ja. Lass die laufen, das passt schon. So tun, als wäre die gar nicht ja, da. Ich ey, bringst du ein Bier? Ja, freilich. Super. Muss aber da bleiben und mittrinken. Freilich. Ich erzähl dir ein bisschen, was da so drüben abgeht in Serbien. Ist ganz interessant, in kann ich dir sagen. Brauchen die Rentner? Klar. Kann man da, da kann man mit der Rente gut leben? Auf jeden Fall. Alles sind die, ja, die Serbien in der EU? Nee. Das ist der Grund. Aufenthaltsgenehmigung. Nö, ich habe keinen Wohnhaft. Ich bin Tourist. Weißt du, du kannst rein nach Serbien und kannst für 3 Monate Tourist bleiben, unangemeldet, und dann musst du nur einen Grenzübertritt hinlegen. Das kannst du so lange machen, wie du willst, und so lange kannst du staatenlos abbleiben.
genau. Ich muss nicht unbedingt an europäischen Grenzen übertreten machen. Ich kann auch nach Kosovo. Es muss nur ein Grenzen sein. Auch nicht. Doch, Kroatien ist EU. Kroatien ist EU. Ja, wir reden nachher weiter, weil man nicht so viel Schnickschnack macht. Ne? Ja, ja. Dass er mir noch die Kehle durchschneidet. Ne? Ja. Versehentlich. Versehentlich. Aber bringst du noch ein Bier, bitte? Ja. Ja. Damit der Kehl durchschneidet mit dem Ding. Mit dem nicht, also du musst, wenn es schwer, dann müssen wir schon entscheiden müssen. Aber ich glaube, die hat auch noch was. Damit geht das ganz einfach. Damit ist das. Das habe ich auch schon gesagt. Diese Kamera. So rüber noch auf mir, Richtung mir, Richtung mir, Richtung mir. So, ist ja alles drauf. Entspannungsbehandlung. Das Geschraube so. Draußen. Ach so, das macht ja nichts aus. Kannst du trotzdem entspannen. Ach so, das hilft vielleicht sogar bei der Entspannung. Ja. Alter, ich habe 2 Konzertkarten für nächstes Jahr Stadtbahnhof Schweinfurt. Echt? Ja. Im März, glaube ich. Ich habe gedacht, wenn die im Stadtbahnhof sind, dann muss ich da hin. Alter, gut möglich, dass wir da sogar da sind für euch. Ja. Kannst du mit? WTG ist für alle da. Ich bin mal gespannt, wie das ausfällt. So. Warte mal, was soll ich denn da? Das bleibt aber noch alles unter uns, ne? Ja, klar. Dann machen wir alles aus. Da legen wir ein bisschen drüber dann. Ne? Oder wir machen mal Zeitraffer rein oder so. Geht's so? Ja. Ich ziehe das so lange raus, wie es geht. Ich wollte gerade sagen, wie lange kann man das? Ewig, ich könnte das bis an mein Lebensende rausziehen. Einen René? Einen Hans Abanovic hat man dafür, ja. Das ist auch so cool, die Leute fragen sich immer, wie heißt der denn? Letzt beim Essen bei uns daheim auch, ey. Zu mir ankomme, weißt du, der Maria David. Und so hat sie mir, hey, darf ich dir mal was fragen? Ich sag, ja, frag mich, Junge. Wie heißt der denn jetzt eigentlich? Simon oder René? Hab ich gesagt, ja. Der ist doch da, frag mir halt selber. Das hab ich auch schon gefragt übrigens, ne? Ja, ich sag dazu nichts. Das muss man ihn selber fragen. Das kann ja nur selber damit werden. Ich bin ein ordentlicher Kerl.
Familie? Nee, ich hab mich voll gefreut auf diese FUF-Sache und auf dieses Video und es wäre richtig dick geworden, ey. Wir sind extra aus Serbien gekommen, das sind 2 Tage früher. Naja, sie ist positiv. Genau. Hast du doch jetzt gelernt. Ja, habe ich echt gelernt, ey. Ja, da jetzt in Deutschland habe ich das viel gelernt, kann ich dir sagen. Mit denen passiert es nicht halt so oft, dass ich irgendwas negativ sehe in Serbien, aber hier habe ich das jetzt gelernt und ich habe gemerkt, es macht echt einen guten Effekt auf mein Umfeld. Vanessa! Was esst ihr da? Da gibt's doch gar kein Glöss. Was esst ihr am Sonntag? Was esst ihr am Sonntag? Hab's nicht gesehen. Oh Gott, geil. Was esst ihr am Sonntag? So, der Herr, dann setzt ihr uns wieder gerade. So. So genehmigt? Super. Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich habe nichts anderes erwartet. Sonst wäre ich noch nie nicht hier. Jetzt gibt es aber Bier, oder was? Freilich, das soll eigentlich schon da sein, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist doch geschudert, oder? Ja, ja. Das ist doch oder? Das ist Bach, Gott. Ja. Haben Sie gut gemacht, schauen Sie mal hier da, wie er wieder aussieht, der Junge. Jetzt kann er sich wieder in Austragen von Freude. Ey, wunderschöner Ofen. Kamera klingt wieder. Kamera ist wieder da. Was ist jetzt mit dem Bier eigentlich? Ich hab die ganze Zeit auf mein Bier gewartet. Ich nicht komme. Aber wir haben jetzt noch ein wenig Zeit, ne? Und wie geht's dir? Gut? Super, freut mich schön. Ja, aber das schneide ich raus. Thank you.